weihnachtlich. Echt ärgerlich, dass ich es in diesem Jahr schon wieder nicht auf einen Weihnachtsmarkt in Deutschland schaffen werde, meine Lieben. Die Preise für heiße Getränke und knusprige Leckereien sind für normale Familien quasi unbezahlbar geworden. Optische Besinnlichkeit fällt auch mal wieder aus. Die Märkte sind gesichert wie Fort Knox, nur in hässlich. Und dann ist da ja auch immer wieder diese Angst, dass noch einmal etwas sowas passiert wie am 19. Dezember 2016 auf dem Breitscheidplatz in Berlin. Und diese Angst ist gar nicht so unbegründet. Darüber müssen wir reden. Und damit begrüße ich euch beim Deutschlandkurier. Rassismusdiskussion um Lumumba, den Weihnachtsmarktklassiker, ein Kakao mit Schuss. Da hat sich in Dresden eine ehemalige Politikerin der Grünen zu Wort gemeldet. Sie heißt Annalena Schmidt und sie schrieb auf X: Patrice Lumumba steht für die Unabhängigkeitsbewegung in Afrika. Er wurde erschossen und ihr benennt Kakao mit Schuss nach ihm. Tja, wenn man sonst keine Sorgen hat. Und nun kommen wir zu den wirklich wichtigen Themen rund um die deutschen Weihnachtsmärkte, meine Lieben. In Göppingen, das liegt in Baden-Württemberg, musste am gestrigen Samstag ein Weihnachtsmarkt geräumt werden. Die Polizei kam in schwerer Schutzausrüstung mit Maschinenpistolen. Wollte nicht näher darauf eingehen, worum es genau ging, ob es sich um eine Bombendrohung handelte oder was auch immer. Sie blieb da bis 22.30 Uhr und ja, heute ging der Weihnachtsmarkt dann weiter. Wie gesagt, worum es sich genau handelte, wissen wir nicht, wir bleiben da mal dran. Und das Landeskriminalamt Niedersachsen hat in der letzten Woche einen 20-jährigen Iraker festgenommen. Nicht zu verwechseln mit dem Minderjährigen in Leverkusen, da kommen wir gleich zu. Dieser irakische Staatsbürger sollte, wie ja fast immer in solchen Fällen, bereits abgeschoben werden, beziehungsweise er stand kurz vor der Abschiebung. Er hatte noch versucht, dagegen zu klagen. Das muss auch endlich mal aufhören. Das zieht diese Verfahren doch immer so in die Länge. Wenn festgestellt wird, jemand hat kein Recht auf Asyl, dann raus mit ihm, nicht noch lange klagen dürfen. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ziel des Anschlages könnte nach Informationen des NDR und des WDR ein Weihnachtsmarkt in Hannover gewesen sein. Im Moment befindet sich der 20-Jährige im polizeilichen Gewahrsam. Und erst am letzten Dienstag waren in Nordrhein-Westfalen und in Brandenburg zwei minderjährige Islamisten festgenommen worden, sogenannte Islamisten. Unter Terrorverdacht wurden die festgenommen, ein 15 Jahre alter sogenannter Deutsch-Afghane und ein 16 Jahre alter Russe. Steht hier, ist natürlich ein Tschetschene gewesen, da gibt es ja viele Moslems. Die gelten als IS-Sympathisanten und die beiden sollen sich in einer Chatgruppe ganz konkret über einen Anschlag mit einem Laster und Brandsätzen auf einem Weihnachtsmarkt in Leverkusen ausgetauscht haben. Und zum Abschluss, meine Lieben, noch eine kleine Sensation. Thomas Haldenwang, der ja eigentlich voll eingespannt ist in dem Kampf gegen rechts, hat tatsächlich ein bisschen Zeit für solche Fälle gefunden. Und er hat sogar, man höre und staune, vor sogenannter islamistischer, wie gesagt, das ist ein Kunstwort. Die Moslems selbst lachen über dieses Wort, die kennen das gar nicht. Die lehnen dieses Wort auch ab, die sagen, es gibt nur einen Islam. Aber das ist eine andere Geschichte. Also, der Haldenwang hat vor islamistischer Gefahr gewarnt und sagt wortwörtlich, die Gefahr ist real und so hoch wie schon lange nicht mehr. Durch den Nahostkonflikt und durch die Koranverbrennung in Schweden sei die Stimmung in der islamistischen Szene hierzulande deutlich aufgeheizt. Und ähnlich hat sich auch, man höre und staune, Teil 2, auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser geäußert. Das BKA geht derzeit von 480 Gefährdern aus. Das spiegelt sich auch wieder in der Zahl der Ermittlungsverfahren. Zwischen Anfang Januar und Ende September diesen Jahres waren es 356 dieser Verfahren mit Bezug zum islamistischen Terrorismus. Das sind fast doppelt so viele Fälle wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Meine Lieben,
da kommt was auf uns zu. Hau rein, macht weiter und bis später.